für mich selbst. Ich bin weit davon entfernt, die echte Gewalt der Argumente zu leugnen, mit denen man Gott beweisen will und die man aus den allgemeinen Tatsachen der menschlichen Gesellschaft und aus dem Gang der Geschichte zieht. Aber diese wärmen mein Herz nicht. Sie geben mir kein Licht. Sie nehmen den Winter der Verzweiflung nicht von mir. Die Knospen entfalten sich nicht und die Blätter wachsen nicht in mir. So spricht einer, liebe Schwestern und Brüder, der Zeit seines Lebens als scharfer, wacher, ja als führender Intellektueller gesehen wurde. Kenntnisreich, ungemein gebildet, allgemein geachtet und geschätzt. Immer auf dem Weg und auf der Suche nach der Wahrheit. Und das ist er unbeirrt. Er macht vielleicht in der Meinung vieler den Fehler, dass er beginnt, diese Wahrheit auch auszusprechen. Und damit stellt er sich auf dem Weg der Suche nach Wahrheit und indem er diesen Weg geht, gegen die Konvention und kommt dann irgendwann von der Konvention zu Konversion. Er ist am Ende mit diesem Schritt gänzlich isoliert. Er, dem menschliche Beziehungen so viel bedeuten. Er tritt über von seinem Glauben, den er gelernt und den er studiert hat, hin zu dem, was bis heute zuweilen in den Teilen der Menschheit als der Hort der Reaktion, als der Ort von vorgestern gilt. Er wird katholisch. In dieser Stunde, liebe Schwestern und Brüder, genau jetzt zu dieser Stunde, ist Papst Benedikt XVI. Dabei, diesen Mann, John Henry Newman, als Seligen der Kirche zu proklamieren. Und das ist ein starkes Stück. Erinnern wir uns noch einmal an diese Eingangspassage. All diese scharfkantigen Argumente, sagt er, ich leugne die nicht, aber sie wärmen mein Herz nicht, sie geben mir kein Licht. Ja, was dann? Eine Antwort darauf formuliert er kurz und knapp, als er in der letzten Phase seines Lebens zum Kardinal der Kirche erhoben wird. Sein Wappenspruch heißt Cor ad cor loquitur. Von Herz zu Herz sprechen. Das ist, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir so wollen, so etwas wie eine Zusammenfassung des ganzen Christentums. Es wirft ein Licht auf Gott, es wirft ein Licht auf uns und auf das Verhältnis untereinander, wie auch unser Verhältnis zu Gott. Cor ad cor loquitur, vom Herz zum Herzen sprechen. Gott selber ist in sich jene Communio, von der wir so oft sprechen. Wie oft führen wir das Wort Gemeinschaft im Mund und es ist trotzdem oft, hat es so einen winterlichen Klang, wie die scharfkantigen Argumente, die Newman nicht gewärmt haben. Communio, Gemeinschaft in Gott. Gott, von dem wir als dem dreifaltigen Gott sagen, dass er in sich selber Mitteilung, Kommunikation ist. Vom Herzen zum Herzen wird in Gott gesprochen. Und deshalb bleibt Gott nicht bei sich, sondern sucht ein Gegenüber in der Schöpfung. Und innerhalb der Schöpfung vor allem sucht er nach uns, nach dem Menschen, als einem Gegenüber, das hört und entspricht, eine Antwort zu geben bereit ist. Vom Herzen zum Herzen zu sprechen, zeigt bei Newman ein zweites, in dem das Herz als ein Bild oder ein Inbegriff der sittlichen Person des Menschen, der Sitz des Gewissens ist. Wie kein anderer formuliert Newman im 19. Jahrhundert auch auf dem Vorwurf hin, naja,
angelsächsische Tradition, da sind wir Individuen, das ist ganz wichtig, ja, sind wir als Christen alle. Wie kannst du denn dann in so einen Massenverein gehen, wo nur einer vorne in Rom entscheidet und der Rest läuft blöd hinterher? Wie kann man das machen als Intellektueller? Newman formuliert gerade angesichts solcher Vorwürfe den Primat des Gewissens. Das ist aber nicht bei Newman, wie bei uns so oft, wenn wir von Gewissen reden, die Pressestelle des Ego-Trips, sondern es ist das geschulte, das gebildete Gewissen, das eben cor ad cor loquitur, ein Gewissen, das eine Antwort geben kann auf das, was Gott von sich selber preisgibt, damit unser Leben gelingt. Das christliche Gewissen als eine Entsprechung der Weisung Gottes. Und mit dieser Weisung im Einklang zu sein, das ist geschultes, gebildetes Gewissen. Und dieses Gewissen einem Primat ist immer vorgeordnet. Und schließlich zeigt uns dieses Wort, vom Herzen zum Herzen zu sprechen, das, was die Kirche uns jeden Morgen beten lässt, im Morgengebet. Die Gefährdung, die schlimmste Gefährdung für unser Leben, wenn wir es christlich nennen wollen, dass wir ein hartes Herz haben. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, diese sprechende Stimme, die ganz aus dem Herzen Gottes aufsteigt und die wir hören dürfen, dann verhärte dein Herz nicht. Hör nicht weg, überhöre diese Stimme nicht einfach und geh dabei hinweg. Es gibt ja viele Stimmen, auf die man hören kann. Nein, lass dein Herz erweichen von dieser Stimme. Lass diese Stimme ankommen, denn diese Stimme gibt dir Ansehen. Diese Stimme spricht dich an. Diese Stimme gibt dir Würde. Wenn wir das ernst nehmen, hören wir vielleicht heute etwas mit, das wirklich in unseren Zeiten zu verkommen droht, dass nämlich christliche Religion, das Katholischsein, eine Herzensangelegenheit ist. Wir sollen mit dem Herzen glauben. Und da ist alles inbegriffen. Gewissen, Verstand, unsere Leiblichkeit angesprochen. Mit dem Herzen gilt es zu glauben. Vom Herzen zum Herzen zu reden. Das sollen wir tun. Nicht beschränkt auf eine kalte winterliche Vernunft und nicht eingeengt auf einen Ego-Trip oder auf das, was uns viele Stimmen, all die Käsmanns und die Grüns, diesen Betroffenheitsquatsch, den sie uns vermitteln. Das entlarvt sich schnell selber. Letzte Woche konnte man lesen, dass Anselm Grün ernsthaft die Behauptung aufgestellt hat, Jesus hätte für seine Vorträge Geld genommen. Das ist ein Beispiel dafür, wie man das in die Bibel hineinliest, was man von sich selber annimmt und was Wirklichkeit ist. Anselm Grün nimmt natürlich Geld, und zwar viel Geld, wenn Sie den buchen, das ist ziemlich teuer. Aber das Jesus zu unterstellen, ist schon ein starkes Stück. Davon gibt es keinen einzigen noch so kleinen Buchstaben im Neuen Testament, der davon spräche. Das zeigt, wie gefährlich es ist, einfach die Botschaft zu klein zu sehen oder die eigene Wirklichkeit ins Neue Testament einzutragen. Nein. Es ist nicht unsere Wirklichkeit, die uns da entgegenkommt, sondern es soll ein echtes Gespräch sein. Vom Herzen Gottes her wird es geführt. Ein Herz, das Gott für uns öffnet und das wir im Blick auf Jesus, von dem wir sogar sagen können, Gott zerreißt sich in ihm sein Herz für uns, damit dieses Gespräch niemals aufhört, damit wir diejenigen sind, die dieses Wort hören, die diese Botschaft verstehen, weil sie mit dem Herzen hören lernen. Wenn wir das annehmen, unseren Glauben so zu leben und zu verstehen, dass wir vom Herzen zum Herzen sprechen lernen, dann haben wir zugleich ein Kriterium für diese scharfe Warnung, die Jesus heute im Evangelium ausspricht. Ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ob das eine Lösung ist, ein Lösungsweg auch für unsere Zeit ist. Man muss dem Papst dankbar sein, dass er diesen Mann, diesen Intellektuellen, der nicht nur vom Herzen redete, sondern einen Herzensweg des Glaubens auch mit denen in seiner Nähe versucht hat zu gehen, dass er ihn heute selig spricht
und damit uns dieses Beispiel noch einmal in Erinnerung ruft. Ist das ein Lösungsweg, auch für unsere Bistumsapparate, mehr über die Aktienpakete oder über den DAX beugen als über das Evangelium? Ist das ein Lösungsweg für viele, die nicht mehr auf die Herzen der Menschen sehen, sondern über ihre Köpfe hinweg? Und das gilt letztlich für uns alle. Christentum, den eigenen Glauben in aller Redlichkeit wieder zu verstehen als Botschaft an mein Herz, um das, wenn dieses Wort doch Raum gewonnen hat und zu leben beginnt, aus dem Herzen heraus wieder beginnt zu sprechen, zu den anderen, zu denen, die mit mir glauben, denen, die Schwierigkeiten haben mit dem Glauben oder es gar nicht tun. Aber aus dieser Wurzel des Herzens, aus dieser Antwort, die im Wort, das Gott spricht, aus seinem geöffneten Herzen, einen Weg zu gehen und endlich mit allen Sinnen und mit unserer Lebensgestalt zu glauben. Wir können heute von Herzen beten, seliger John Henry Newman, bitte für uns.